Thomas Gebuith, der Autor des Buchs «Der Wurm muss dem Fisch schmecken», mit Power präsentieren und rhetorisch punkten. Mit Sicherheit hast du es auch schon erlebt, eine Folienschlacht. Oder wie man auch so schön sagt, den Tod durch PowerPoint erlitten. In diesem Video geht es um eine Alternative, den Flipchart. So ein Modell, wie ich es hier heute für dich mitgebracht habe. Im ersten Teil rede ich von der Hardware. Ich empfehle einen Flipchart mit Rollen, so wie hier abgebildet. Es ist zwar ein paar Franken, ein paar Euro teurer, aber es ist auch viel flexibler auf der Bühne als ein Modell mit Beinen. Nun, es lässt sich viel schneller von der einen Seite auf die andere Seite der Bühne schieben und es schont deinen Rücken. So weit, so gut. Kommen wir zum Papier. Prüfe als erstes, ob es genug Flipchart-Papier drauf hat. Vor allem auch die hinteren Seiten, weil diese könnten bereits beschrieben sein. Ich habe es schon erlebt bei Kunden, die haben hinten und vorne die Flipchart-Papiere beschrieben, aus entweder ökologischen Gründen oder weil sie vergessen haben nachzubestellen. Ja, da plötzlich findest du dich dann wieder hier auf einem Flipchart-Block, der ist schon voll. Nicht optimal. Dann gibt es zwei verschiedene Sorten von Flipchart-Papier, und zwar das eine ist unliniert, wie dieses hier, und das andere ist liniert. Beide haben Vor- und Nachteile. Das Unlinierte, so wie dieses hier jetzt, gefällt mir besonders gut, weil ich dann freier bin im Zeichnen. Auf der anderen Seite, das linierte Papier erlaubt mir, falls ich viel Text habe, einen schöneren Schriftgrad zu haben. So fällt dann der Text nicht plötzlich einfach eben hinten ab. Dann ist meines Erachtens sehr empfehlenswert, darauf zu achten, dass du ein Flipchart-Papier hast, das hat hier so eine Perforation oben durch. Das erlaubt dir dann, so eine Seite locker und auch sauber abzureißen, so dass man hier auch dann entsprechend ein schönes Papier davon lösen kann und es an einer Wand oder an einer Pinnwand aufhängen kann. Ich habe es zu oft gesehen, Papiere, die nicht perforiert sind, du reißt es ab, hast dann ganz unschöne Szenen, das sieht dann irgendwo dann so aus und dann hängen solche Stück Flipchart-Papier in der Gegend rum, die nur noch entfernt an einen schönen Flipchart-Block hängen. Nun zu den Stiften. Ich empfehle dir, so dicke Stifte zu nehmen wie möglich. So einen Stift oder so einen Stift. Das wiederum erlaubt es, größer und fetter auf den Flipchart zu schreiben, sodass da die Leute, die auch ein bisschen weiter weg sitzen, etwas lesen und sehen können. Achte auch darauf, dass die Stifte funktionieren. Ich erlebe viele Sitzungszimmer, viele Trainingsräume, in denen Stifte aufliegen. Ja, manchmal liegen noch nicht mal Stifte auf, sondern irgendwelche Stifte vom Hellraumprojektor, ja, die sind ja völlig ungeeignet. Liegen Stifte auf, die sind schon ausgetrocknet. Insbesondere auch dann, wenn jemand hier den Deckel nicht mehr richtig drauf macht, weil er zu wenig Kraft hat oder unerfahren ist, dass es da einen Klick braucht, damit der sauber geschlossen ist. Ist er offen, so in der Art, zeigt das hier, ist der offen, dann trocknet der sofort aus und taugt dann natürlich nichts mehr. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, insbesondere mit den Stiften mit dem Namen Big One von Neuland. Aber man kann auch natürlich die von Edding nehmen, das ist völlig egal. Ja, ich meine, Neuland hat eine größere Palette und Auswahl an Farben, aber vielleicht machen die auch einfach nur bessere Werbung und ich kenne die von Edding nicht. Damit das Ganze dann auch noch mehr Farbe erhält, habe ich mir zusätzlich ein Paket Pastellkreiden organisiert. Das sieht dann etwa so aus. Farbige Kreide, so wie du es vielleicht noch aus der Schule kennst. Und dann zusätzlich habe ich mir hier eine Schachtel mit Wachsmalblöcken gekauft, die dann eben auch erlauben, hier auf dem Flipchart stärker intensiver mit Farben zu arbeiten, sodass das Ganze noch eine höhere Wirkung erzielt. Du bist jetzt vielleicht enttäuscht, dass hier auf dem Flipchart noch nichts steht. Aber heute, in diesem Teil des Videos, geht es ja erst um die Hardware. Im nächsten Teil werde ich dir zeigen, wie ich empfehle, dass du den Flipchart anwendest.
sodass er dann eben auch eine höhere Wirkung erzielt. Unterdessen wünsche ich dir schon mal viel Spaß beim Shoppen von den Utensilien, die du noch nicht hast. Bis zum nächsten Mal.